Lustige Witze, Folge 50, das Kommentar-Special in 3, 2, 1, los! Wenn ich eins in Mathe gelernt habe, wenn es einfach ist, kann es unmöglich richtig sein. Wo leben nur glückliche Menschen? In Fukushima, die strahlen alle. Was macht ein Clown im Büro? Faxen. Anmachspruch. Ich bin Kommissar und du bist genau mein Fall. Ooh, Baby. Was ist grün, blau, orange und liegt am Grund des Swimmingpools? Ein kleines Kind, bei dem die Schwimmflügel geplatzt sind. Was ist grün, schwarz, orange und liegt am Grund des Swimmingpools? Dasselbe Kind zwei Wochen später. Wie heißt eine japanische Jungfrau? Mushitsu. Was kriegt ein Junge ohne Arme zu Weihnachten? Eine Rolex. Nee, im Ernst, keine Ahnung, er hat es immer noch nicht aufgemacht. Treffen sich Putin, Obama und Merkel am Strand. Sagt Putin, meine U-Boote sind die besten, die können einen Monat unter Wasser bleiben. Daraufhin antwortet Obama, meine U-Boote sind die besten, die können ein Jahr lang unter Wasser bleiben. Gerade wollte Merkel etwas sagen, als plötzlich ein U-Boot auftauchte. Aus dem Boot kam ein alter Mann und rief, Heil Hitler, wir brauchen Diesel. Wie viele Deutsche braucht man, um eine Glühbirne auszutauschen? Einen, wir sind humorlos und effizient. Was spukt durch Kanadas Wälder? Ein Gruselibär. Papst Johannes Paul II. Ging seinerzeit in einen Laden zum Einkaufen. Als er bezahlt hatte und den Laden verlassen wollte, fingen alle an zu applaudieren. Johannes Paul fühlte sich geehrt, drehte sich um und verbeugte sich vor der Menge. Und meinte, Gott segne euch, meine Kinder. Da meinte der Kassierer, kein Ding, schließlich sind sie der erste Pole, der auch hier bezahlt hat. Haltet den Dieb, er hat mein Messer im Rücken. Was steht auf dem Grabstein eines Mathematikers? Damit hat er nicht gerechnet. Was ist schlimmer als 7 Babys in einer Mülltonne? Ein Baby in 7 Mülltonnen. Geht eine Frau im Schuhgeschäft vorbei. Warum können 50% aller verheirateten Männer nach dem Geschlechtsverkehr nicht einschlafen, weil sie noch nach Hause fahren müssen? Treffen sich zwei Blinde, sagt der eine, lange nicht gesehen. Frauen sind wie ein Gewehr, man kann sie knicken und von hinten laden. Machen Schwarze eigentlich auch Witze über Weiße und wie sehen die dann aus? Was ist weiß und knallt? Der Sklaventreiber, der mich auspeitscht? Ich denke, sowas nennt man weißen Humor. Yeah, Party, wir machen die Scheiße schon seit 50 Wochen. Links kommt ihr zu meinem Kanaltrailer und zu dem Abo-Button. Wenn ihr weiterhin so fleißig kommentiert, mache ich vielleicht bei Folge 100 noch so ein Kommentar-Special. Daumen rauf, wenn es gefallen hat und bis nächste Woche. Haut raus.